Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Legends hier beim Master Windwaker DLC. Auch heute möchte ich einfach hier irgendwo random ein paar Missionen noch nachholen, die uns halt noch fehlen. Allzu viele fehlen uns ja schon gar nicht mehr. Ich glaube noch 16 Missionen oder so gibt es noch insgesamt hier auf der Master Windwaker-Karte, so ungefähr, glaube ich. Also arg viele fehlen gar nicht mehr, aber halt ein paar schon noch. Und ich möchte ganz gerne heute mit der hier anfangen. Hier gibt es nämlich wieder mal ein neues Kostüm. Und es ist wieder mal eine der nervigeren Abenteuerschlachten. Denn die Master-Regel ist wieder mal, dass wir keine Feenmagie benutzen dürfen. Wie auch schon vorgestern beim Master Windwaker DLC. Wird also wieder ein bisschen nervig werden. Und könnte wieder ein bisschen dauern. Deswegen würde ich die jetzt ganz gerne machen, dass wir die dann auch weg haben quasi. So, ich möchte dafür erstmal natürlich hier etwas einsetzen. Nämlich den Bergungsarm. Dö, dass wir hier das Kostüm bekommen können. Genau. Und es ist eine Mission für Girahim. Es wurde auch zum Glück Finsternis empfohlen. Und sie nennt sich heraufbeschworenes Unglück. Wir können neben dem Kostüm auch noch eine Puppefrucht bekommen und einen Herzcontainer und auch wieder Feennahrung finden. Also, wie gesagt, wird es sehr nervig werden. Weil ich muss einerseits nach der Feennahrung suchen und muss auch noch viele Gegner killen. Ohne Feenmagie wohlgemerkt. Deswegen könnte ein bisschen nervig werden, eventuell. Wir schauen einfach mal. Warum habe ich eigentlich jetzt hier beim Master DLC noch irgendein Kostüm, das ich euch noch nicht gezeigt habe? Ich glaube nicht, weil die Ware Midna, von der habe ich euch ja das Kostüm schon gezeigt. Das war, glaube ich, die einzige, die noch fehlte. Obwohl, warte mal, haben wir nicht im letzten Master Windwaker Part sogar auch ein Kostüm freigespielt für irgendwen? Ich weiß aber nicht mehr für wen leider. Ja, weiß jetzt nicht genau. Muss ich mal irgendwann dann. Ich nehme jetzt einfach wieder meine standardmäßigen, einfach irgendwen völlig wurscht. Ich muss mich dann mal offscreen da nochmal drüber informieren. Von wem ich jetzt dann nochmal im letzten Part auch zum Beispiel ein Kostüm bekommen habe. Ich muss dann auch merken, für wen das Kostüm ist, das wir jetzt dann gleich kriegen werden. Sehen wir schon. Auf jeden Fall. Ich darf keine Feenmagie verwenden. Sprich, ich will nur auf die Leihfähigkeiten gucken. Da haben wir einmal hier Ausweichschock eben, dann Handwerker, Festungskraft und nochmal Handwerker. Ich nehme jetzt sogar nochmal Ausweichschock, weil ich glaube beim letzten Mal, wo ich auch Lyra genommen habe mit Ausweichschock, habe ich glaube ich wieder mal völlig vergessen, die einzusetzen. Diese Leihfähigkeit, vielleicht werde ich ja jetzt dann eher dran denken, mal gucken. Ich will natürlich die schon am besten dann einsetzen, wenn ich auch gegen einen Charakter kämpfe und nicht gegen viele einzelne Gegner. Also am besten halt am Ende gegen den feindlichen Feldmarschall vielleicht, aber ich muss halt bis dahin dran denken, die dann einzusetzen. Ob ich das hinkriegen werde, ist halt die andere Frage, ne? Auf jeden Fall, in der Westartilleriefestung ist etwas. Und auch in der Westfestung. Und das war's schon. Eine der beiden Truhen ist wichtig, die andere ist dann unwichtig. Es gibt insgesamt drei Magiebarrieren. Achso, okay, es ist wahrscheinlich einfach eine Magiebarrieren-Mission, oder? Denke ich mal. Dass ich eben diese drei Festungen da einnehmen muss. Würde Sinn machen, es gibt auch zwei Feenjäger auf der Karte, deswegen, ja. Bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass es so sein dürfte. So, dürfen wir ja dann gleich lesen. Erobere alle Festungen mit Magiebarrieren, genau. Okay. Die Gegner nehmen aber übrigens sehr viel Schaden, wie wir hier sehen können. Also den Aralphas habe ich jetzt in Windeseile besiegen können. Das ist ganz gut auf jeden Fall, dass die Gegner so schnell sterben. Und dass in der Hinsicht dann ich dann zumindest schon relativ schnell vielleicht die Gegner besiegen kann. Und dann halt schon relativ schnell auch an die 1200 komme. Aber ohne Feenmagie wird es trotzdem nervig werden. Ein bisschen, also, ja, wir gucken einfach mal, ne? So, aber ja, also hier, wir können sehen, der Festungskommandant ist jetzt durch meine Standard-Kombo schon. Hat der echt mega viel Schaden genommen. Deswegen, ja, das dürfte schon ganz gut hinhauen, die Mission an sich. Okay. So, Magus ist hier. Und zwar, okay, der beschwört Bockblinz. Und das ist extrem gut. Wenn es jetzt ein Hühner-Magus gewesen wäre, wäre es ziemlich schlecht gewesen. Hätte ich den sofort umbringen müssen. Aber es ist so ein Magus, der nur diese kleinen, schwachen Bockblinz neben mir beschwört. Und das ist perfekt. Also, den werde ich auf jeden Fall am Leben lassen. Weil hier in dieser Missionsart, wo ich keine Feenmagie benutzen darf, ist es wirklich ideal. Weil normalerweise ist es ja eh so, dass ich da, haben wir ja im letzten Master-Part eben schon gesehen, da kann es eben sein, dass einem die Gegner so ein bisschen ausgehen. Und dass man dann im feindlichen Hauptquartier halt noch die restlichen zusammenfarmen muss. Aber wenn ich jetzt hier einen Magus habe, der mir immer wieder neue Gegner herbeibeschwört, dann habe ich diese Probleme nicht mehr. Das ist tatsächlich sehr freundlich auf jeden Fall von dem, deswegen, ich werde den definitiv am Leben lassen, den Guten, weil der ist hier echt eher mein Freund als mein Feind in dieser Mission hier. Das ist echt cool und chillig auf jeden Fall, das gefällt mir. Okay, so. Dann hole ich mir auch gleich mal diese Festung hier, würde ich sagen. Wo ist sie denn? Da ist die Fee. Okay, alles klar. Ich habe jetzt übrigens, glaube ich, schon in der ersten Festung da wieder mal vergessen, nach den Krügen. Ja, jetzt habe ich mich natürlich getroffen, ne? Da kann ich jetzt viel machen. Ich glaube, habe ich vergessen, nach den Krügen zu suchen, ne? Also nach der Feennahrung halt, meine ich. Ich glaube, das habe ich vergessen, ja. Muss ich dann auf jeden Fall dran denken, dass ich in der Festung dann auf jeden Fall noch nachgucke. So, ich will jetzt die Festung einnehmen, ohne den Magus zu besiegen. Ich will, wie gesagt, ich will den auf gar keinen Fall besiegen, weil der ist mir eine enorme Hilfe in der Mission. Deswegen, der soll auf jeden Fall am Leben bleiben. So komisch sich das auch anhört, aber es ist wirklich so, dass ich mit ihm hier viel bessere Chancen habe als ohne ihn. Okay, so, da ist der Festungstyp schon aufgetaucht. So, der Magus überlebt gerade so noch. Er hat nicht mehr viele Leben, aber das reicht ja aus. Mehr will ich gar nicht. Das passt also. Okay. Dann gehe ich weiterhin, hier jetzt linksrum würde ich sagen,
am feindlichen Hauptquartier vorbei. Und wenn wir jetzt dann da oben noch einen weiteren Feenjäger holen, okay, das ist gar kein Feenjäger, das ist eine Fee, die wir einfach in einer Festung bekommen können. Ja, das ist aber mir auch recht, auf jeden Fall, würde ich sagen. Hole ich mir auf jeden Fall die noch. Und, ein Feenjäger ist ja auch noch, okay, da ist jetzt nochmal ein Feenjäger gespawnt hier bei mir in der Nähe, perfekt. Okay, kann ich jetzt hier noch dann zwei weitere Feen sofort holen, das ist perfekt, weil ich brauche ja auch noch zwei weitere. Das ist auf jeden Fall ideal, würde ich sagen. So, dann, gib mal kurz her, bitte, mein Lieber. Dankeschön. So, und die andere hole ich mir auch noch gleich. Ich hoffe auch, dass ich schnell genug bin. Weil wir können jetzt schon wieder sehen, dass auch wieder irgendwo, ich weiß nicht genau wo, okay, da in der rechten Festung offenbar, die ich vorhin als erstes eingenommen habe, dass da auch wieder ein Magietyp ist, der wieder eine Magiebarriere da errichten will. Und ich habe aber wieder mal keinen Bock, eigentlich jetzt extra zu ihm zu latschen, deswegen wäre es am liebsten, wenn ich einfach schon die erste Mission abschließen könnte, bevor er dazu kommt, dort eben eine weitere Magiebarriere zu erschaffen. Ich glaube, das sind sogar zwei, also zwei sind da auf der rechten Seite in meinen Festungen, die ich schon eingenommen habe. Es sind eben diese roten blinkenden Punkte da, denke ich mal, dass das beides welche sein dürften. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch wirklich... Ah, hier ist sogar jetzt nochmal einer. Was denn? Warte mal, ich muss mal kurz nachgucken, wo die jetzt alle sind. Sind es wirklich so viele? Wir schauen mal schnell. Also da, genau, das war noch der Magus. Okay, stimmt, das ist der Magus. Und zwei Magiespezialisten gibt es. Eine eben hier bei mir und der andere ist noch da. Okay. Ich habe zwar eigentlich auch keine Lust, den zu besiegen, weil das kostet mich nur Zeit. Denn ich will ja eigentlich, wie gesagt, das ist jetzt eher mein Ziel. Ich will jetzt eher versuchen, halt jetzt ganz, ganz schnell noch die anderen beiden Festungen einzunehmen, bevor es eben diese Magietypen da halt schaffen, dort eine weitere zu errichten. Deswegen, ich beeile mich jetzt, glaube ich, da eher und werde jetzt mal die in Ruhe lassen, weil ich sie ja hoffentlich eh schneller schaffen kann. Wenn nicht, dann wäre es natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wir hoffen und beten einfach mal, dass es mir gelingen wird, das schneller hinzukriegen als die beiden da. Sag mal kurz, Spezialangriff, das soll ich häufiger einsetzen, weil der ist ja von Girahim echt cool, finde ich. Aber Girahim mag ich ja sowieso als Charakter, er ist echt cool. Und da könnt ihr mal sehen, mit Girahim, ich glaube, mit Girahim habe ich bisher mit seinem Spezialangriff immer die meisten Kills geschafft. Denn 32 Kills zu schaffen hier auf normalen 3DS ist extrem viel mit einem Spezialangriff, wirklich. Also ich glaube, dass ich so ziemlich mit keinem anderen Charakter schon 32 geschafft habe, nicht wirklich zumindest. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass hier auf dem normalen 3DS, dass dort der Spezialangriff von Girahim der beste ist im Spiel. Weil das ist eine Attacke mit, oder halt ein Spezialangriff mit einer ziemlich hohen Reichweite, die auch eine gewisse Zeit lang dauert, weil sie halt mehrmals trifft. Und dementsprechend kann er damit eben wirklich extrem viele Gegner besiegen. Ist echt cool auf jeden Fall, finde ich. So. Und übrigens, wir haben schon 650 Gegner besiegt. Das ist schon einiges, wenn man bedenkt, dass wir erst 4 Minuten in der Mission sind. Das ist tatsächlich ziemlich viel. Da hatte ich in der anderen Mission, die wir im letzten Master-DLC-Part gespielt haben, deutlich mehr Probleme. Ich weiß gar nicht mehr genau, wen ich da gespielt habe. War das Gendorf mit dem Dreizack auch sogar? Oder? Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wer das nochmal genau war. Weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall. Aber da hatten wir deutlich mehr Probleme auf die 1200 zu kommen. Aber ich glaube, hier werden wir keine Probleme haben, weil jetzt fehlen mir schon nur noch 400, nicht mal mehr. 400 und ich kann immer noch aber einiges machen in der Mission. Ne? Ich habe immer noch sehr viele Gegner, die auf dem Schlachtfeld rumlaufen. Und deswegen, das dürfte eigentlich echt alles ganz gut machbar sein, denke ich mal. So. Gut, jetzt dann natürlich noch auf die Feen-Nahrung konzentrieren. Es ist ja auch so, dass ich ja da oben in der, habe ich ja in der Truhe nichts Wichtiges finden können. Deswegen, das hier ist jetzt noch eine Festung eben auch mit einer Truhe. Und hier muss etwas Wichtiges drin sein mit der Herzcontainer. Und hier muss eigentlich auch fast die Feennahrung drin sein, ist sie aber nicht. Okay, dann ist sie einfach da oben in der rechten Festung dann auch, wo ich halt vorhin vergessen habe, dort die Krüge zu untersuchen. Es kann natürlich jetzt auch sein, ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass ich jetzt da auf der linken Seite, dass ich da auch noch irgendwo eine Festung vergessen habe, dort auch nach den Krügen zu suchen. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Das wäre dann wieder extrem nervig, weil ich dann halt wieder irgendwo suchen muss und ich wieder keine Ahnung habe, wo ich jetzt schon war, wo noch nicht. Deswegen, wir hoffen einfach mal, dass ich sie jetzt dann gleich noch da oben finden werde in der einen Festung. Das werde ich, glaube ich, jetzt dann gleich mit einem der anderen Charaktere machen. Weil Link und Impa stehen da wirklich perfekt, genau auf der rechten Seite, ziemlich in der Nähe davon. Und da werde ich kurz mit denen die Krüge kurz abchecken und schauen, ob ich dann mit ihnen Feennahrung finden kann. Aber erstmal kriegen wir hier in der Truhe den Herzcontainer. Yay! So, mache ich am besten gleich schnell, bevor ich es vergesse. So, ich wechsle zu Link und er schaut mal ganz, ganz kurz nach, ob ich hier es vergessen habe, erstmal die Krüge zu untersuchen. Ich glaube schon. Und ob wir da dann fündig werden. Und ich hab's hier, ich weiß, habe ich doch dran gedacht. Hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Verdammte Scheiße. Und der Hühnermagus übrigens. Wo ist der Hühnermagus jetzt? Ist der da links unten? Oh, es ist wieder alles nervig. Okay, wo ist der jetzt hin? Da links unten, ja. Ist der andere Magus, der lebt sogar noch, okay. Dann, ja, um den Hühnermagus muss ich mich fast kümmern. Dann habe ich irgendwo hier auf der linken Seite vergessen, die Krüge zu untersuchen. Vielleicht war es sogar gleich in der Festung ganz links unten, wo ich jetzt dann gleich hinlaufen will, um den Magus zu besiegen.
Kann sogar sein. Ich werde jetzt dann nochmal diese Festungen da auf der linken Seite abklappern, weil irgendwo da links muss es eigentlich sein. Ja, obwohl, gut, mir fällt natürlich gerade auf, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Denn natürlich kann die auch noch im feindlichen Hauptquartier sein, das stimmt. Weil ich meine eigentlich nämlich schon, dass ich auf der linken Seite eigentlich das, glaube ich, überprüft habe alles. Dann ist es wahrscheinlich wirklich sogar so, dass wir die im feindlichen Hauptquartier finden können. Wie gesagt, ist ja auch nichts Unmögliches, haben wir schon mal erlebt, dass auch im feindlichen Hauptquartier die auffindbar ist, theoretisch in manchen Missionen halt. Und vielleicht ist es ja hier, geh mal her, vielleicht ist es ja hier genauso, kann schon sein. Dann werde ich jetzt das am besten erstmal gleich abchecken, indem ich da jetzt sofort mal kurz reingehe und das Ganze überprüfe. Mir fehlen zwar jetzt immer noch einige Gegner, ja, aber die kann ich ja notfalls eben im feindlichen Hauptquartier zusammenfarmen oder halt einfach noch woanders, ne? Also es gibt noch genügend Gegner, die hier rumstehen, hier zum Beispiel, die ich noch killen kann. Also hier in der Mission jetzt wirklich auf 1200 zu kommen, ist gar kein Problem. Das haben wir quasi von selber geschafft, so ungefähr. Da haben wir wirklich beim letzten Mal deutlich mehr Probleme gehabt. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich Gierachim auch wirklich sehr mag. Dass er wirklich verdammt cool ist. Ich liebe seine Dreier-Kombo, diesen Strahl hier und dann auch noch mal diese Spitzen da aus dem Boden haut. Das ist auch noch ganz in Ordnung, mache ich auch noch mal hinterher. Und seine Vierer-Kombo ist auch extrem gut, deswegen Gierachim ist wirklich mega cool, finde ich. Also er ist einer der auch einmal Lieblingscharaktere eigentlich. Und deswegen hatte er hier auch keine Probleme. Das freut mich natürlich dann umso mehr. So, werden wir jetzt hier, okay, im feindlichen Hauptquartier tatsächlich. Okay, cool. Gut. Mal kurz überlegen, wir haben glaube ich alles gemacht, ne? Zeit und Schaden passen noch lockerst und ansonsten haben wir auch alles eingesammelt. Deswegen, jupp, wir können dann gleich Pyromites dann schön fertig machen. Wird zwar natürlich wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir den mal besiegen können, aber dennoch. Ich werde natürlich jetzt mal schon während das ein bisschen angreifen und halt noch ein paar weitere Kills sammeln, um auf 25 erstmal zu kommen. Das dürfte mit der 3er- und 4er-Kombo wieder mal wunderbar gehen. Am besten mal auch 4er-Kombo, so. Ah, ja, die 4er-Kombo soll ich auch wirklich häufiger einsetzen. Ich setze ja schon viel, viel häufiger die 3er-Kombo als die 4er-Kombo ein, weil die 3er-Kombo halt auch schneller geht und sicherer ist als die 4er-Kombo. Aber die 4er-Kombo ist schon wirklich auch extrem stark, weil die macht mega viel Schaden und hat eine viel höhere Reichweite, als man eigentlich denkt. Also die 4er-Kombo von ihm und die 3er-Kombo sind wirklich extrem gut. Dafür mag ich aber die 2er-Kombo gar nicht. Ich finde, die 2er-Kombo von ihm ist einer der schlechtesten Kombo-Angriffe im ganzen Spiel, so ungefähr. Also der hat überhaupt keinen Sinn und Zweck, finde ich. Die 2er-Kombo, scheiße, jetzt werde ich hier getroffen. Wie gesagt, die 2er-Kombo hat gar keinen Sinn und Zweck, finde ich. Die ist total schlecht. Und die 1er-Kombo, wenn man die jetzt zu Ende macht, ist die auch nicht wirklich gut, finde ich ehrlich gesagt. Aber was schon ganz gut ist an der 1er-Kombo, ist halt dieser erste Schlag, wo er dann den Gegner halt nach oben haut. Das ist da, was? Hör doch auf zu nerven. Das ist natürlich schon ganz in Ordnung, um halt Schwachpunkte abzuziehen oder sowas, ja. Aber ansonsten ist die 1er-Kombo jetzt auch nicht so wirklich zu gebrauchen, finde ich. Und ich muss übrigens noch Gegner besiegen, habe ich jetzt fast vergessen. Aber jetzt habe ich dann 1200 gleich voll. Okay. So, und Pyroma, töte ich ihn noch schnell, geh noch zu ihm. Ja, vielleicht reicht die Reichweite da aus. Es reicht aus, okay, gut. Und besiegt. Yay. So, und das ging jetzt tatsächlich extrem schnell. Ich muss zugeben, dass ich jetzt auch wieder erwartet hatte, dass wir jetzt hier, keine Ahnung, 20 bis 25 Minuten oder sowas brauchen würden für diese Abenteuerschlacht. Aber nee, die ging wirklich extrem schnell, weil Gierachim hier mega gut aufräumen konnte. Er total viele Gegner in Windeseile besiegt hat. Und obwohl ich auch übrigens lange nach der Feennahrung suchen musste, erst wieder mal in einem der letzten Krüge so ungefähr, die ich untersucht habe, war die Feennahrung zu finden, aber trotzdem ging das Ganze jetzt hier echt ratzfatz. Das ist echt toll. Freue mich auf jeden Fall. Haben wir dann definitiv noch Zeit für eine weitere Abenteuerschlacht, sogar für eine noch ein bisschen längere. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, ich überspringe mal. Aber das hat Gierachim wirklich sehr gut gemacht, muss ich ihn definitiv loben. So, können wir auch sehen, locker ein A-Rang. Gut, wir kriegen noch eine Puppenfrucht und auch ein neues Dämonenlangschwert und einen neuen Variant-Kopierstab. So, der kann aber weg. Und der Kopierstab, der nicht unbedingt. Habe ich noch was Schlechteres? Ja, Erfahrung plus, hat sie das häufiger? Hat sie häufiger, ja. Ja, komm, dann kann ich den doch wegwerfen, passt schon. Gut, wir kriegen noch ein Nimbus-Gartenschwert, Pyromas-Robe und Aralfas-Leder. Und auch eine Grünkimme und auch eine erlesene Popofrucht. Irgendwie kriegen wir ja viele Popofrüchte in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Und ein neues Kostüm für Fei, und zwar ihr Standard-Master-Windfäcker-Kostüm. Okay. Da muss ich da mal dran denken, dass ich da mal demnächst irgendwann mal Fei als zweiten Charakter nehme oder sowas und dann auch mal wieder ihr Kostüm da eben noch zeigen kann, wenn ich denn dran denke. Wie gesagt, wir schauen mal. So, wie gesagt, wir haben noch Zeit für eine längere Abenteuerschlacht sogar. Also ich wollte eigentlich vielleicht als zweites noch diese hier machen, weil ich halt hier eben für niemanden etwas finden kann und auch irgendwen nehmen darf. Aber wir haben noch viel Zeit, deswegen wir schaffen noch eine etwas längere, wie zum Beispiel die hier, wo ich auch wieder Feennahrung suchen muss. Die können wir aber nicht machen, weil ich keinen Bergungsarm mehr habe. Hä? Ist aber nicht so schlimm, weil es gibt noch genügend andere Abenteuerschlachten, noch die hier random irgendwo verteilt sind.
Hier zum Beispiel, aber hier gibt es Skulltulas und das möchte ich erstmal nicht machen, weil ich habe nämlich diese eine Skulltula immer noch nicht nachgeholt, die irgendwo hier oben war. Hier glaube ich, genau, habe ich immer noch nicht nachgeholt. Ich möchte glaube ich ganz gerne erstmal die nachholen, bevor ich dann vielleicht die nächste mache. Aber es gibt noch genügend Abenteuerschlachten, wie gesagt. Hier zum Beispiel. Und da brauche ich eine Puppetfrucht, oder habe ich es richtig gesehen? Genau, Puppetfrucht und auch eine Karte, deswegen die können wir machen. Mit Impa, was muss ich hier machen? Wir schauen mal schnell kurz nach. Uneinnehmbar nennt sie sich und Zeitdruck haben wir. Ja, cool, machen wir die noch, würde ich sagen. Einfach zwei Abenteuerschlachten random irgendwo auf der Karte verteilt. Warum denn nicht? So, erstmal Gegner sichtbar machen. So, sehr schön. Und dann auch noch natürlich wahrscheinlich den Herzcontainer, denke ich mal, für Impa freischalten. So, was wird eigentlich hier empfohlen? Wasser oder Feuer vielleicht? Wasser, okay, gut, dann werde ich das Biggerun-Schwert auf jeden Fall nehmen. Ansonsten hätte ich die Naginata genommen. Ich würde mich doch schon immer nach dem Empfohlen eigentlich richten. Wir haben die Naginata auch schon häufiger mal gesehen unter das Biggerun-Schwert, deswegen ist, glaube ich, schon in Ordnung, wenn ich dann eben mich nach dem Element richte. Okay, und zwar, ja, die hat auch hier eine echt super coole Waffe mit hier Erfahrung plus Materialbonus und Sternbonus. Sie hat auch noch keine 4-Plus-Waffe oder sowas, glaube ich. Sondern nur die Stufe 2 ist noch ihre höchste. Genau, aber sie hat nur noch Biggerun-Klingen, sogar gar keine Stufe 1-Waffe mehr. Okay, cool. Ich nehme auf jeden Fall die und als zweiten nehme ich dann eben jetzt gleich Fei. Ja, du bist nicht Fei, du bist Fei. Mit ihrem Standard-Master-Windwaker-Kostüm, nehme ich dem hier. Schön blau ist sie da. Jetzt muss ich wieder überlegen. Da so blau und da oben. Nee. Ich überlege. Es rattert in meinem Hirn. Aber nee, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung, wenn das angelehnt ist, weiß ich nicht. Können wir gerne wieder schreiben. Und hier als letztes nehme ich einfach noch Link. Völlig wurscht. So. Ich darf wieder Feenmagie verwenden. Deswegen, ich meine, Winter wird empfohlen oder halt Lazuli. Also wie gesagt, hier um die unteren übrigens, um die werde ich mich nicht mehr so wirklich kümmern wahrscheinlich. Um diese ganzen Update-Fehler im Allgemeinen, weil das ist mir viel zu kompliziert. Ich habe schon mit diesen Vieren hier mehr als genug zu tun. Ich werde vielleicht mal irgendwann noch eine fünfte Fee, eine Blitzfee hinzuholen, dass ich von jedem Element zumindest eine Fee habe, um die ich mich einigermaßen kümmere. Weil Blitzfee habe ich ja nämlich gar keine, weil auch bei den Update-Feen ist keine Blitzfee dabei, ne? Nee, genau. Das werde ich vielleicht mal irgendwann machen, aber um diese Update-Feen ansonsten werde ich mich normalerweise nicht kümmern. Nur so mal das Hinweis, weil ich mit denen schon genügend zu tun habe. Ich nehme jetzt einfach mal wieder her, weil ich sie schon länger nicht mehr genutzt habe. Sie ist zwar nicht so gut, aber ich nehme sie jetzt trotzdem einfach mal wieder. Weil sie hat immerhin eine Feenmagie mit Äther. Und ich habe übrigens vergessen, Ausweichschock zu benutzen. Mit Lyra fällt mir gerade auf, aber ich habe da nicht wirklich dran gedacht, weil Pyroma eh so schnell gestorben ist. Das war gar kein Problem, den zu besiegen. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Tut mir leid. Was hat Herder jetzt nochmal für eine Leihfähigkeit? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Obwohl, nee, genau, ist wieder eingefallen. Und zwar Festungskraft, oder wie sich die nennt. Wo ich eben in Festungen mehr Angriffskraft habe. Was ja auch ganz cool ist gegen den feindlichen Feldmarschall. Wenn ich denn dran denke, wie gesagt, das ist halt die Frage. Und wir haben sogar schon wieder eine Mission mit Magiebarrieren. Da haben wir jetzt, das ist jetzt echt totaler Zufall. Ich nehme einfach random irgendwelche zwei Missionen auf der Karte. Und beides sind Missionen mit Magiebarrieren. Na gut. Was gab es eigentlich hier jetzt nochmal zu finden? Das habe ich jetzt vergessen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Es gab Feennahrung auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber nicht gemerkt, ob es ein Herz. Ne, ein Herzcontainer gab es, glaube ich, keinen. Also Feennahrung gab es. Gab es Feenkleidung? Ich glaub, es gab Feenkleidung und Feennahrung, oder? Aber keinen Herzcontainer zu finden, weil ja im Prinzip Impa bekommt ja einen Herzcontainer, wenn ich die Mission mit Aran schaffe. Deswegen, sie kann, glaube ich, keinen finden, aber halt Feenkleidung dafür. Oder? Da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was wir jetzt überhaupt finden konnten. Das habe ich mir jetzt ausnahmsweise nicht gemerkt. Ansonsten merke ich mir, das ist sogar immer ziemlich gut eigentlich meistens, was man denn so immer finden kann in der Mission. Aber das habe ich mir jetzt hab ich hier wieder ein bisschen vergessen irgendwie, muss ich zugeben. Ich meine aber, dass es Feenkleidung und Feennahrung war. Also Feennahrung bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier eine gab. Obwohl, so sicher bin ich mir da jetzt auch gar nicht mal mehr. Ja, das hätte ich mir jetzt merken sollen. Das hätte ich mir auf jeden Fall merken sollen, ob es hier Feennahrung gab. Weil jetzt werde ich dann, ich werde jetzt nämlich dann gleich, weil ich es tun muss, die ganzen Krüge untersuchen. Oh Gott, hab ich einen Scheißdusel. Das ist ja unfassbar. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich daran, ob es Feennahrung gab. Und gleich den allerersten Krug, den ich untersuche, finde ich sie sofort. Wow, das war jetzt auch mehr Glück als Verstand. Aber sowas von, wow, das ist ja auch echt heftig. Okay, da haben wir da Glück gehabt. Also Feennahrung gab es auf jeden Fall hier, das ist schon mal ganz gut.
Und ich werde jetzt einfach dann beide Festungen einnehmen, wo man halt eine Truhe finden kann und dann auf Nummer sicher gehen. Vielleicht kann man ja auch doch noch einen Herzcontainer finden oder sowas. Das kann eigentlich nicht sein, weil sie bekommt einen durch einen A-Rang. Deswegen würde es mich sehr wundern, wenn wir dann hier auch noch einfach so einen finden können. Das ist noch nie der Fall gewesen, dass man Herzcontainer bekommen und finden kann. Es ist zwar häufiger so, dass man für einen A-Rang einen Herzcontainer bekommt und einen Herzteil finden kann, aber dass man zwei Herzcontainer in einer Mission bekommen kann, das ist, glaube ich, ich habe noch nie eine Mission gespielt, egal ob auf der Wii U oder auf dem 3DS, bei der es der Fall war. Deswegen, warum soll das dann hier so sein? Also ich glaube, es gibt nur Feenkleidung hier. Aber ich werde trotzdem einfach beide Festungen mehr schnappen mit der Truhe, um eben auf Nummer sicher gehen zu können. Ach ja. So. Okay, ich muss die Krüge nicht mehr untersuchen. Das ist wirklich schon einiges wert. Ich sollte übrigens andere Dinge machen und nicht random Festungen einnehmen. Sondern am besten eigentlich die, die ich auch einnehmen soll. Hier ist übrigens Tingle. Aber ich habe jetzt auch Bock, gegen Tingle zu kämpfen irgendwie. Der nimmt nämlich auch extrem viel Schaden. Vielleicht ist Tingle auch anfällig gegen Wasser, weil er vom Feuerelement ist, würde Sinn machen. Weil er nimmt hier wirklich extrem viel Schaden, wie wir sehen können. Ja, also das ist wirklich verdammt viel. Und Tingle stirbt jetzt eh jede Sekunde. Ja, jede Sekunde ist übertrieben, aber er stirbt ziemlich schnell. Auf jeden Fall. Er macht auch wieder eine 1er-Kombo, was sehr in Ordnung ist, weil da kann ich seinen Schwachpunkt sehen und die ist nicht wirklich gut von ihm, die 1er-Kombo. Egal, ob ich sie einsetze oder ob er sie als Computer einsetzt. Und deswegen, ja, ich besiege ihn jetzt noch schnell, weil es eh gleich schon vorbei ist mit ihm. Okay, dann noch einmal hier nach vorne rennen. So, und... ja, übrigens der starke Angriff für Impa, den habe ich auf der Wii U nie benutzt. Und auch hier finde ich ihn jetzt immer noch nicht so wirklich mega sinnvoll. Aber ich finde ihn ziemlich stylisch und cool auf jeden Fall hier, wenn so ein starker Gegner vor einem ist, dann so nach vorne zu rennen und den dann gleich mal so schön zu begrüßen mit einem Schwertschlag. Das finde ich ziemlich witzig auf jeden Fall. War hier nicht gerade noch irgendwo ein Feenjäger? Ach nee. Achso, okay, ich krieg da, wenn ich die Quelle der Göttin einnehme, dann kriege ich da eine Fee, okay. Und da unten ist aber noch ein Feenjäger und der, da habe ich es aber zu lange gebraucht, der ist jetzt geflohen, ja. Ich mache hier auch wieder ein bisschen viel Quatsch jetzt schon, ich weiß, weil ich jetzt gerade eben zum Beispiel Tingle besiegt habe oder so. Was mir vielleicht für später hätte aufheben sollen, ich weiß schon. Aber ich habe jetzt trotzdem keine große Angst vor der Mission. Vor allem, da ich jetzt so viel Glück hatte und die Feennahrung schon am Anfang gefunden habe und ich hier halt auch Feenmagie wieder benutzen darf. Ich habe keine große Angst vor der Mission, wir dürfen die auch ziemlich schnell hinkriegen, wenn ich eben auch Feenmagie einsetze. Um dann eben noch ein paar weitere Bonuskills zu bekommen, dass ich auch einfach auf die 1200 komme. Also ich habe echt keine Angst vor der Mission, wie gesagt, deswegen, wenn ich hier ein bisschen Blödsinn mache teilweise, das dürfte in Ordnung gehen normalerweise, denke ich jetzt mal. Okay, da ist übrigens ein Befestiger. Okay, was will ein Befestiger jetzt hier? Aber Befestiger ist mir eigentlich nicht so schlimm jetzt. Da ist ein Magiespezialist schlimmer als ein Befestiger, ehrlich gesagt. Also, okay, da hat jetzt eine verstärkt, ja, aber brauche ich halt ein bisschen länger, um die einzunehmen. Aber ein wirklich großes Problem ist, das ist eigentlich auch nicht normalerweise, ne? Also das kriegen wir schon trotzdem hin, hoffe ich jetzt mal. Ich sollte übrigens den Spezialangriff häufiger einsetzen, weil den mag ich ziemlich gerne, weil der enorm schnell geht. Das ist so ziemlich der Spezialangriff, der am schnellsten geht von allen. Also nicht vielleicht jetzt nochmal einen schnelleren, aber gehört zu denen, die mit am schnellsten gehen. Und das mag ich ja sehr gerne, weil wenn das schnell vorbei ist, dann ist es halt ganz cool. Das ist halt der Sinn von den Spezialangriffen, dass man halt einerseits auf Sicherheit spielen kann ein bisschen. Ich setze mal übrigens hier einfach random Feenmagie an, weil ich hier in voller Magie-Guck ist. Dass man damit ein bisschen auf Sicherheit spielen kann, weil man halt währenddessen unbesiegbar ist und definitiv dem Gegner Schaden machen kann. Aber es ist halt auch ganz gut dafür, um ein bisschen Zeit zu sparen, weil halt mit normalen Angriffen es länger dauern würde, aber so kann man halt eben Zeit sparen. Deswegen Spezialangriffe, die schnell vorbeigehen, mag ich in der Hinsicht dann auch eben sehr gerne. Okay. So, auch die Festung hole ich mir mal schnell, auch wenn das eigentlich auch ziemlich egal ist, aber ich hole es mir trotzdem schnell, einfach so, weil ich es kann. Warte mal, welche beiden Festungen waren es eigentlich nochmal, welche, wo ich Truhen finden konnte? Ich habe schon wieder vergessen, wer waren das eigentlich nochmal? Das war die hier. Und okay, das sind einfach beide, die ich eh noch einnehmen muss. Okay, ja, dann ist es umso besser. Gut. Will ich jetzt vielleicht sogar im Magiemodus da reinlaufen, dass ich keinen Schaden nehme? Wie sieht es mit dem Schaden aus? Aber Schaden ist, glaube ich, eh kein Ding. Ich werde das, glaube ich, einfach einen Spezialangriff reinmachen. Ich will jetzt irgendwie meine Magie nicht hergeben. Ich will da eher Feenmagie einsetzen dann. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen Schaden nehmen. Das ist schon in Ordnung. Weil ich immer noch sehr weit weg bin von den 4000 und die Mission eh nicht schwierig ist. Deswegen, das kriegen wir trotzdem hin, keine Sorge. So, Festungstyp, ich tauche mal bitte auf. So, wo ist er? Da ist er. Hallöchen. So, am besten kurz 2er-Kombo und stirb. Okay. So, sehr einfach. Und hier kriegen wir eine große Truhe. Okay. So, und ich meine jetzt eben, dass es hier halt Feenkleidung gab, aber halt ansonsten nichts mehr. Sprich, die andere Truhe ist dann nur eine kleine, eine unwichtige, aber ich werde natürlich mir die trotzdem holen. Ich muss ja die Festung eh einnehmen. Und gibt Feenkleidung, genau. Okay. Also hier gibt es wirklich auch Feenkleidung und Feennahrung und eben halt einen Herzcontainer bei A-Rang. Okay. Ich war mir da nur nicht ganz sicher. Also eigentlich habe ich das ja auch vorhin gesagt, dass ich glaube, dass es hier Feen-Nahrung und Feen-Kleidung gibt. Ich war mir aber nicht mehr ganz sicher, weil in der eigentlichen Mission, die ich spielen wollte, wo ich dann aber keinen Bergungsarm mehr hatte, das war ja, glaube ich, eine Mission für Sia oder sowas, da gab es doch nämlich auch Feen-Kleidung und Feen-Nahrung zu finden, glaube ich, oder? Und ich meine dann eben, dass ich halt das damit verwechselt habe, weil ich halt dachte, dass ich noch an die alte Mission denke. An die ich eigentlich machen wollte und nicht an diese hier, wenn ihr mir jetzt folgen konntet. Keine Ahnung. wo bin ich übrigens jetzt? Will ich nochmal hier Feenmagie einfach einsetzen? Ich setze mal einfach nochmal ein random. So.
Waren nämlich sogar einige Gegner, die ich hier getroffen habe, genau. Und ich habe sie sofort angenommen von außerhalb. Ach, ziemlich chillig. Und ja, hier ist nur eine unwichtige Truhe. Okay. Gut. Genau, wir haben jetzt auch schon alles gefunden, ansonsten, in der Mission. Ich muss halt noch ein paar Gegner besiegen, aber ansonsten kann ich die Mission dann sogar gleich schon abschließen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Dann könnte es sogar wirklich so sein, dass wir sogar den Part einigermaßen im zeitlichen Rahmen halten und der ungefähr eine halbe Stunde lang wird, obwohl wir zwei Abenteuerschlachten gespielt haben. Das wäre ja mal ein absolutes Weltwunder. Mal gucken, ob dem dann wirklich gleich so sein würde, ob nicht doch noch irgendwie jetzt noch ein Riesenboss auftaucht unerwartet, obwohl es mir gar nicht angezeigt wurde, man weiß nie bei diesem Spiel. Das wäre komisch, ja, aber keine Ahnung, kann immer irgendein Käse noch passieren. Aber normalerweise dürfte es schon soweit passen, denke ich mal. Okay, stirb mal du noch bitte. So. Ich würde am liebsten natürlich nochmal Fehlmagie da unten im feindlichen Hauptquartier einsetzen, weil das sind nämlich einige Gegner, die ich dann noch besiegen. Ja, die laufen jetzt aber alle raus, das ist jetzt blöd. Ich hätte jetzt noch gerade eben viel mehr treffen können, wenn die jetzt nicht rausgelaufen wären. Ja, vielleicht wäre es sogar sinnvoller, die Feenmagie jetzt nicht im Hauptquartier einzusetzen, sondern eher hier so. Weil hier tummeln sich gerade sehr, sehr viele rote Punkte. Also hier in der Nähe. Deswegen, ich glaube, ich setze das gerade jetzt mal hier schnell ein. Hier so. Zack. Ja, geht so. Ne? Ja gut, waren nicht so viele, ehrlich gesagt. Habe ich auch mit ein bisschen mehr gerechnet, aber ist trotzdem in Ordnung, weil die 1200 sind jetzt kein Problem mehr. Denn so viel hätte es eh nicht gebracht, das im feindlichen Hauptquartier einzusetzen, weil ist ja nur Ether. Und Ether bringt ja nicht wirklich viel, wenn man das bei Feinden einsetzt, halt nur bei den eigenen Leuten. Deswegen, ob ich das jetzt da einsetze im Hauptquartier oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. So, Live-Fähigkeit, ich denke dran, Halleluja. Und ich mache mehr Schaden, der guten Agneta. Und ja, ist einiges an Schaden. Ich mache jetzt mal kurz einen Spezialangriff und dann können wir es gleich vergleichen, wie viel mehr Schaden denn die Festungskraft macht. So, so viel macht es, okay, merken wir uns. Ja. Und jetzt dann gleich werde ich dann, gleich nochmal, wenn die Festungskraft wieder abgeklungen ist, werde ich nochmal einen Spezialangriff einsetzen, dass wir dann eben gleich vergleichen können, wie denn der Unterschied ist. Ihr könnt dann natürlich das auch noch ein bisschen besser sehen, weil ihr könnt dann auch zurückspulen zum Beispiel oder sowas. Und dann wirklich einen direkten Vergleich haben. Ich muss mir halt ungefähr gemerkt haben, wie viel das gerade eben war. So, ist schon wieder vorbei. Okay, dann nochmal einen Spezialangriff jetzt. Und das macht es bestimmt deutlich weniger. Ja, glaube ich schon ein bisschen weniger, aber ich glaube gar nicht mal so viel. Ich denke einfach mal auch, dass sich das halt auch nach der Stufe richtet und dass wir jetzt, wenn jetzt halt Herder Stufe 99 wäre, dass es dann ein viel, viel krasserer Unterschied wäre, weil ich dann viel, viel stärker wäre als normalerweise. Ich hatte ja nur Stufe 25 eben, glaube ich, genau, und ich musste noch Gegner besiegen. Oh Gott, ich hätte es fast vergessen, oh Gott. Ich hätte fast wieder nicht dran gedacht, Halleluja, ich muss noch Gegner besiegen. So, und ja, komm, jetzt gehen wir noch ein paar her. Okay, danke. Dankeschön. Heieiei. Jetzt fast wieder vergessen. Auf jeden Fall, wenn Herder ein höheres Level hätte, dann würde das bestimmt auch deutlich mehr Schaden machen, glaube ich jetzt mal. Okay. So. Und ja, ich mach's nochmal hier. Ich meine, Agneta ist eh schon gleich tot. Ich habe ansonsten noch alles andere gemacht, ne? Also passt auch. Alles Hauptquartier geht's auch gut und so weiter. Also meinem eigenen und auch dem Typen, auf den ich aufpassen muss. Deswegen, ja, wir können, glaube ich, die Mission beenden mit dem stylischen, starken Angriff. Ja, war zu weit weg, leider. Nochmal. Bam! Wie gesagt, den starken Angriff habe ich wirklich auf der Wii U, glaube ich, wirklich kein einziges Mal eingesetzt. Außer beim ersten Mal, um ihn zu zeigen oder sowas. Aber danach nie mehr. Aber mittlerweile finde ich den eigentlich ganz witzig. Also wirklich sinnvoll finde ich ihn jetzt immer noch nicht so wirklich. Aber er ist cool und stylisch irgendwie. Impal ist sowieso sehr stylisch, finde ich. Und sehr lässig irgendwie. Und ich finde den Angriff irgendwie cool. Ich weiß nicht. Dududum. Yay. So, zwei Abenteuerschlachten. Und der Part ist sogar ein bisschen kürzer. Sogar ein bisschen. Das ist ja... Das ist ja heftig. Ach, ist das schön, dass ich das mal erleben darf noch, wie gesagt. Ein achtes Weltwunder ist geschehen, Leute. Ach ja, okay. Das war wieder mal überspringen, ich kennen wir ja schon. Und damit erstmal einen weiteren A-Rang abkassiert, nach 7,5 Minuten nur, schon geschafft. Und auch ansonsten alles ziemlich locker gemeistert mit einer neuen Puppefrucht wieder, sehr cool. Einer neuen Biggeron-Klinge noch, einem neuen Heroin-Schwert und einer neuen Lyra des Sturms. Die war aber, glaube ich, eher Quatsch. Genau, die kann ich wegwerfen, vor allem, weil die anderen Biggeron-Schwerter auch schon viel besser sind. Das ist ja der Erfahrung immerhin. Ja, Sheik hat schon echt ziemlich coole Waffen auf jeden Fall. Aber Erfahrung hat sie auch häufiger mal. Aber die ist sogar noch eher... Ja, die hat Rubin-Bonus immerhin. Ja, ich werfe trotzdem die weg. Ne, passt schon, ist nicht so wichtig. Und hier hat auch Erfahrung, habe ich aber auch mehrmals, dann kann... Aber hier habe ich auch nur Combo-Gedöns, dann eher das. So, wir kriegen noch Tinges Uhr und Moblin-Schwarte. Keine hohe Ausbeute, aber lief trotzdem gut. Und noch eine Insektenaura. Und noch eine erlesene Lichtfrucht. So, Leute.
Dann würde ich also sagen, was ist erstmal für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Legends hier bei Master Wind Waker DLC. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird und ich dann wahrscheinlich einfach wieder random irgendwo auf der Karte noch Missionen machen werde. Denn irgendwie hier beim Master Wind Waker DLC habe ich das ein bisschen durcheinandermäßiger gemacht. Auf dem großen weiten Meer habe ich eigentlich immer versucht, wenn wir ein neues Gebiet betreten haben, dann da auch die meisten Missionen sofort zu machen. Aber hier habe ich auch zwischendrin einige Missionen ausgelassen irgendwie. Deswegen sind eben hier überall auf der ganzen Karte noch verteilt noch einige Abenteuerschlachten, die wir eben noch machen müssen und mit irgendwelchen weiteren oder vielleicht auch mal doch wieder einzuschlachten. Je nachdem wird es halt dann beim nächsten Mal hier irgendwo weitergehen, ne? Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.